ich bin 84 Jahre alt und ich habe mich immer für Politik interessiert. Ich habe Geschichte studiert, aber Politik ist ja eben die Geschichte der Gegenwart. Und bin dann, wann war das, 1970 in die SPD eingetreten und dann war ich Bezirksbeirätin in Mannheim und dann im Gemeinderat. Insgesamt 15 Jahre in der Kommunalpolitik. Und aus dieser Zeit stammt auch das Frauenhaus. Dann war ich 14 Jahre im Bundestag und dann nochmal 6 Jahre im Land als Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft 60+. Also diese ganze Geschichte Frauenhausbewegung kommt meines Wissens aus England. Damals haben sich Frauen engagiert, weil Gewalt gegen Frauen ist universell. Und sie ist auch nicht auf bestimmte Schichten begrenzt, sondern sie geht durch die ganze Gesellschaft. Und damals waren Frauen, die wollten ein Frauenhaus und die haben einfach ein Haus besetzt in England. Das war so ein Signal, was damals rund zu uns kam. Und hier in Mannheim gab es eine Gruppe sehr engagierter Frauen. Die hatten einen Verein, Frauen helfen Frauen. Und die wollten, dass auch in Mannheim ein solches Haus gebaut wird. Und sie haben, also was heißt nicht nur gebaut, finanziert. Das ist natürlich das Hauptproblem. Und sie haben sich damals an den Gemeinderat gewendet und der Gemeinderat hatte kein Interesse. Es gab damals eine Mehrheit von CDU und SPD. Ich glaube, es gab noch einen Grünen schon und eine FDP-Stadträtin, Frau Ingeborg Nikitopoulos. Die war sehr engagiert und die hat einen Antrag gestellt im Sinn dieser Frauen helfen Frauen auf ein Frauenhaus in Mannheim. Aber der wurde abgelehnt. Und damit war das Projekt tot. So, das ist schon die Vorgeschichte. Und dann, wie kam es denn zur Gründung? 1980 hat die ASF, das ist die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen, das Projekt aufgenommen. Und die hat gesagt, wir brauchen so etwas auch in Mannheim. Und zu dieser Gruppe habe ich auch gehört. Und wir hatten schon vorher die Pro Familia Beratungsstelle, das ist Ihnen sicher ein Begriff, die Pro Familia, hier in Mannheim gegründet. Das hatte auch viel Arbeit gekostet, aber wir hatten dann den Sozialbürgermeister Martini von der CDU auch für dieses Projekt gewonnen. Und die Profa gibt es bis heute und arbeitet auch gut. Und das hat uns Mut gemacht zu sagen, jetzt gehen wir mal ans Frauenhaus. Und was ganz gut war, damals standen zwei Wahlen ins Haus. Einmal Gemeinderatswahl und dann wollte der Kämmerer und erste Bürgermeister, der auch fürs Geld zuständig ist, Wilhelm Farnold, wollte als OB kandidieren. Und Wahlen sind immer gut für solche Projekte, weil dann kann man ein bisschen die Politiker rankriegen und sagen, ihr wollt doch gewählt werden, guckt mal, da ist dies und dies Thema. Ja, und dann haben wir zusammen mit Frauen helfen Frauen ein breites Bündnis zusammengebracht, bin ich heute noch stolz. Und wir haben dann einen Arbeitskreis gebildet mit all diesen Leuten und wir tagten im neuen Neckarpark. Das war so die Kneipe der Mannheimer Linken, die gibt es heute nicht mehr in der Neckarstadt West. Naja, da haben wir uns getroffen, ich glaube sogar 14 tägig im Rhythmus und haben diskutiert. Und wie so ein Haus aussehen könnte. Unsere Forderung war, und die von Frauen, ein autonomes. Was das sein sollte, wussten wir gar nicht richtig. Aber auf jeden Fall, also selbstbestimmt. Aber entscheidend war, die Stadt sollte das Geld geben. Und dann haben wir also diskutiert über das Konzept. Und das Schöne war, ich habe diese Sitzung geleitet. Frauen helfen Frauen, sagten, also mit Männern verhandeln wir sowieso nicht. Und dann musste ich Ihnen leider erklären, dass 98% der Spitzen der Stadtverwaltung aus Männern besteht. Und wenn wir mit denen nicht diskutieren, dann können wir das Frauenhaus vergessen. Also es war dann klar, dass wir das doch machen würden. Aber so war damals auch der Zeitgeist bei den emanzipatorischen Frauen. Naja, und dann schließlich war es soweit. Wir hatten ein Organisations- und Finanzierungskonzept. Und dann habe ich versucht, den Draht zu Wilhelm Farnold zu bekommen. Ich hatte einen guten Kontakt zu ihm.
dem künftigen OB, der eben auch der Kämmerer war. Und ich konnte ihn überzeugen von diesem Projekt. Und nun war das Organisations- und Finanzierungskonzept lag vor und die Zeichen standen nicht ungünstig, muss man sagen. Wir haben uns dann noch auf die Suche nach einem Haus gemacht und wir hatten auch ein schönes Haus im Stadtteil Rheinau gefunden, die sogenannte Kippe, warum es so hieß, weiß ich nicht. Da war ein Garten dabei und ich habe mir vorgestellt, da können die Kinder spielen und die Frauen grillen und wer weiß was. Und dann bin ich zu Farnold gegangen, habe gesagt, wir haben ein Haus. Also, und da sagt er, was soll das denn kosten? Er erkundigte sich, sagt er, 600.000 Mark, das ist zu viel. Also, damit war es damit nichts. Es wurde dann ein Haus auf dem Waldhof gefunden, was wesentlich billiger war. Aber wir waren froh, dass wir überhaupt was bekamen, natürlich. Naja, und dann schließlich war es soweit, der große Tag im Gemeinderat. Jetzt wurde also beschlossen über die Vorlage. Und ich glaube, der Zuschuss für das Haus betrug 500.000 Mark, wenn ich mich erinnere, war eine Menge Geld. Und dann kam das, wir brauchten eine Mehrheit. Die SPD allein und die FDP und der Grüne und so, das hätte nicht gereicht. Wir brauchten die CDU. Dann zog die CDU auf einmal ein weiteres Frauenhaus aus der Tasche, nämlich das Heckert-Stift, was von der Caritas geleitet werden sollte. Das hatten sie inzwischen vorbereitet und sie sagten, wir stimmen eurem Frauenhaus nur zu, wenn ihr unserem Frauenhaus zustimmt. Das haben wir natürlich gemacht. Und so ging das durch den Gemeinderat. Wir waren einigermaßen platt, dass wir da also so ein Jungteam hatten. Aber ich habe immer gesagt, mein Gott, der Bedarf ist da. Warum sollen wir nicht zwei Frauenhäuser haben in Mannheim? Und wir haben es bis auf den heutigen Tag. Das war die Gründung. Ich glaube, wir hatten noch etwa so 6 bis 8 Mitarbeiter. Und nun zeigte sich, dass es doch sehr schwierig wurde. Weil wir politische Frauen, wir hatten das zwar durchgesetzt, aber wir hatten keine Ahnung davon, wie man arbeitet mit einer solchen Crew. Wie organisiert man das? Ein solches Haus muss ja nicht nur Geld kriegen, sondern es muss sich um die Kinder gekümmert werden. Es muss jemand mit den Frauen zu den Behörden gehen. Es muss gesorgt werden, dass geputzt wird in dem Haus. Es muss die Frage geklärt werden, wie geht man mit den Männern um, die teilweise dann kommen, nachdem sie ihre Frauen am Abend verprügelt haben und die Frau sie verlässt. Dann auf einmal vor dem Haus stehen, wenn sie die Adresse wissen, und sagen, komm zurück, ich mache das nie wieder. Ja? Wie geht man damit um? Also das Grundproblem war, dass wir sagten, es muss bestimmte Verantwortlichkeiten geben bei den Mitarbeitern für diesen oder diesen oder diesen Bereich. Und die das ablehnten. Die sagten, jeder ist für alles verantwortlich. Das ist unser Ansatz. Und natürlich war klar, damit komme ich auch zum Ende, das Konzept des autonomen Frauenhauses war im Grunde gescheitert, weil es musste irgendwo eine Struktur her, wo es auch Kontrolle und Organisation gab. Aber insgesamt muss ich sagen, ich denke gern an diese Zeit, trotz aller Probleme und denke, es war doch ein Erfolg, dass wir das geschafft haben. Also ich weiß jetzt nicht, wie der neueste Stand der Finanzierung ist. Also bei uns war es damals so, es ging um das Haus, dass die Kosten für das Haus übernommen werden und den Zuschuss. Und der war ja beträchtlich. Also es waren damals 500.000, es war ja Mark, noch nicht Euro. Andere Finanzierungsmöglichkeiten kommen aus dem Sozialamt, also aus den Ansprüchen, die die Frauen haben. Aber eines ist ganz klar. Also ob es heute in sicheren Tüchern ist, Finanzierung, weiß ich nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. Es war immer jahrelang ein Gezitter, zahlt also der jeweilige, zahlt der Gemeinderat weiter, wie geht es? Und als ich in den Bundestag kam, war eine der ersten Dinge, dass wir versucht haben, als Frauen dort ein Rahmengesetz für eine bundesgesetzliche Frauenhausregelung zu machen. Wir haben einen schönen Gesetzentwurf gemacht. Der Bund hat die Rahmenkompetenz und die verpflichtet, die Länder Frauenhäuser einzurichten. Das haben die Länder natürlich abgelehnt, weil sie das Geld kosten würde. Also das ist gescheitert. Wie es heute geregelt ist, weiß ich nicht, aber eins weiß ich,
dass die Frauenhäuser immer Geld brauchen, nach wie vor auch auf Spenden angewiesen sind. Als die Zustimmung von Wilhelm Farnold hatte, das war natürlich ein großer Moment, konnte man nicht an die große Glocke hängen, das war schon schön. Und der größte Moment war natürlich, als es durch den Gemeinderat ging, das muss man sagen. Sehr merkwürdig und lustig war die Einweihungsfeier. Es war nämlich so, das war dann in dem Haus unten und wir hatten ein kleines Buffet und dann waren alle möglichen Leute aus dem Sozialbereich eingeladen und da war auch der damalige Caritas-Direktor und das war ja ein bisschen die Konkurrenz, weil die Heckert-Stift war ja nun auch da und so. Und der saß da so, ich erinnere mich, und dann sagte ich zu ihm, sagen Sie mal, Herr Direktor Walter hieß der, wollen Sie sich nicht was zu essen holen? Ich erwarte, dass man mir was bringt, sagte er. Dachte ich, um Gottes Willen. So. Aber das nur am Rande. Ja, also die Hochmomente waren, als es durch den Gemeinderat ging, das muss man sagen. Ich hatte kurzzeitig ein Hoch, als das schöne Haus in Rheinau war, aber dann sagte mir schon ein Stadtrat von der Rheinau, also dein Haus kommt auf keinen Fall in meinen Stadtteil. Ja? Es war überhaupt so, muss man sagen, dass im Gemeinderat in beiden Fraktionen lange keine große Begeisterung war für dieses Haus. Ich erinnere mich an eine Bemerkung, wir brauchen kein Freudenhaus in Mannheim und die andere, wie gesagt, auf keinen Fall in meinem Stadtteil. Ich weiß es nicht, diese Herren verbanden ganz falsche Vorstellungen mit einem solchen Haus, glaube ich. Die hatten sich nie damit beschäftigt und hielten es schlicht für unnötig, aber immerhin, am Schluss haben sie zugestimmt. Geliebt haben sie es nicht. Ich wünsche mir vor allem für alle Frauenhäuser eine gesicherte Finanzierung, dass das Gezitter aufhört, jedes Mal bei Etatberatungen oder so. Es gibt ja auch Frauenhäuser, die haben wieder zugemacht, weil irgendwie der Geldhahn zugedreht wurde. Und wir brauchen ein flächendeckendes Netz von Frauenhäusern, denn ich zum Beispiel, wenn ich misshandelt würde von meinem Mann, ich gehe doch nicht ins Mannheimer Frauenhaus, sondern ich gehe woanders hin, etwas weiter weg hier. Das ist ja klar. Und deshalb brauchen wir, es ist ein flächendeckendes Problem, es ist kein schichtenspezifisches Problem, es wird durch alle Schichten, also gebildete Intellektuelle misshandeln ebenso ihre Frauen wie Leute, einfache Leute, sogenannte mit einfacher Bildung. Und deshalb, das Problem ist, ich sag mal, ebenso wie die Misshandlung von Kindern, ist bundesweit und weltweit, muss man sagen. Und deshalb brauchen wir viel mehr Frauenhäuser mit gesicherter Finanzierung. Wir brauchen ein flächendeckendes Netz von Frauenhäusern, die gut eingerichtet sind, auch für Kinder, mit gutem Personal und mit einer vernünftigen Führung, mit einem, die offen ist für diese Probleme. Ich möchte, dass man erstens sich selbst im Griff hat, versucht, keine Gewalt anzuwenden. Das ist nicht immer leicht, auch in der Erziehung gegenüber Kindern. Und dass man aufmerksam ist gegenüber Gewalt in seiner Nachbarschaft. Dass man nicht einfach wegguckt und sagt, das ist Privatsache. Weil wir wissen eines, Frauen nehmen sehr viel hin da. Und viele, die misshandelt werden und schon öfter misshandelt sind und sich auch entschlossen haben, mal das anzuzeigen, da sagen sie dann auf einmal, nein, nein, sie sind die Treppe runtergefallen, der Mann kann gar nichts dafür, weil sie natürlich die Partnerschaft auch nicht gefährden wollen. Und das ist ein großes Problem und da braucht es auch viel Delikatesse, wie man damit umgeht. Einfach anzeigen ist sicher nicht das Richtige. Es gibt übrigens auch Frauen, die ihre Männer misshandeln. Das gibt es auch. Bloß ist das natürlich weit geringer. Also das denke ich, man darf nicht weggucken. Man darf nicht weggucken vor der Gewalt. Man muss versuchen, entweder Kontakt zu kriegen mit demjenigen, der die Gewalt ausübt. Vielleicht hat er auch Probleme, wahrscheinlich sogar. Vielleicht kann man auch durch Reden mit so jemand etwas lindern. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann muss man das melden.